Thema eine glanzvolle und brisante Opernuraufführung in Bremen vor wenigen Tagen. Brisant, weil im Zentrum dieser Inszenierung ein bis heute heftig umstrittener Mann steht. Unter dem Namen Josef oder Jud Süß ging er in die Geschichtsbücher ein und in die widerwärtigste Hetzkampagne der Nazis. Reinhold Jaretzky berichtet. Jud Süß war der größte Erfolg der UFA. 19 Millionen haben ihn gesehen. Diesen aufwendig produzierten Hetzfilm der Nazis. Die Lüge vom skrupellosen Blutsauger Josef Süß Oppenheimer und dem ganzen jüdischen Pack. Süß diente zur Rechtfertigung antisemitischer Exzesse der Deutschen. Nun hat sich der Komponist Detlef Glanert dieser historisch verbürgten Figur angenommen, in Form einer Oper. Gereizt hat ihn dessen erschütterndes Schicksal. Die Geschichte ist, ist so markant und aus diesem Grunde auch markant, weil der Josef Süß Oppenheimer eine der intelligentesten Bankfiguren war, der wiederum in einem der wüstesten Schauprozesse der Zeit ums Leben gekommen ist und auf eine der grausamsten Methoden seiner Zeit hingerichtet wurde. Hiermit ernenne ich Josef Süß Oppenheimer zum Finanzrat des Herzogs! Die Geschichte eines Juden, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts am württembergischen Hof als genialer Finanzfachmann Karriere machte, dann in Ungnade fiel und dem aufgestachelten Volkszorn preisgegeben wurde. Suggestiv die Stimmen und Klänge der Erinnerung kurz vor der Hinrichtung eines Mannes, dessen Hauptmakel es war, ein religiöser Außenseiter zu sein. Er wollte ein gutes, ein schönes Leben führen, wie wir das alle wollen. Er wollte nicht arm sein, er wollte raus aus dieser Ghettoarmut, aus dieser Eingeschränktheit, aus der Unfreiheit. Und insofern ist er uns sehr nah von unserem heutigen Wünschen, Fühlen und Hoffen. Auch das ein Grund, sich dieser Figur zu nähern. Das tragische Schicksal des Jud Süß hat Leon Feuchtwanger in einem Roman verewigt, der ein Welterfolg wurde. Reales Vorbild war jener Politiker und Lebemann, der vom Adel wegen seines Einflusses beneidet und vom Volk wegen seiner brutalen Steuereintreibung gehasst wurde. Und als sein Herzog plötzlich starb, wurde an ihm als Volksspektakel inszeniert, einer der berüchtigsten Justizmorde der deutschen Geschichte verübt. 6 Jahre lang hing seine Leiche in einem eisernen Käfig, jedermann, wie es hieß, zum abschreckenden Exempel. Eine Flut von Studien hat Glanz und Elend dieses ungewöhnlichen Lebens minutiös ausgebreitet, auch als legendäres Beispiel antisemitischer Exzesse. Eine jüngst erschienene, äußerst materialreiche Biografie sieht in ihm einen Freidenker und Modernisierer, der seinen Landsleuten fremd blieb. Aber Süß war mal der Fremde. Er war aus einer anderen Kultur. Er sprach womöglich Jiddisch, verstand Hebräisch. Er war Polyglott. Die Württemberger sind eigentlich nie über die Landesgrenzen hinausgekommen. Dann war er Bankier. In Stuttgart war bis dahin nur noch lange die Einrichtung einer Bank gleichzustellen mit einem schweren Bombenattentat auf den Herzog. Es war ein unmögliches Verbrechen, eine Bank einzurichten. Denn eine Bank war ein Machtzentrum neben dem Hof. Der Nazi-Regisseur Veit Harlan hat in seinem Film die Rolle des Jud Süß bewusst verfälscht. Er macht den aufgeklärten Politiker zu einem geldgeilen Monstrum, das die politischen Fäden spinnt. Eine Verschwörung des sogenannten Weltjudentums. Wunderbar. Also ich fahre ja gar nicht zu fragen, was es kostet. 50.000. Aber ich sage dir doch, mein Herzog hat nicht so viel Geld. Gut, 10. Und die restlichen 40? Man kommt ins Geschäft. Alle KZ-Wächter haben diesen Film mehrmals gesehen zur Aufpeitschung und es weiß man aus ein paar KZ-Prozessen, die dort beschuldigten Angeklagten haben sich herausgeredet. Ja, wir wurden abends vor den Film gesetzt von Veit Harlan. Am nächsten Tag haben natürlich Wut entbrannt in Litauen oder sonst wo.
die Ghettos überfallen und die Juden erschlagen, wo wir sie fanden. Auf diese Geschichtsklitterung nimmt die Oper polemisch Bezug. Sie zeigt uns die andere Seite der Geschichte, die Opferrolle des Süß. So wird seine Tochter Objekt der Sexgelüste des Herzogs. Und das Volk verbündet sich mit dem Hof. Ein musikalisches Tableau, grell, effektvoll, hochemotional. Der Chor ist hier die ganz klare, anonyme, große Masse, die nur aus einem einzigen Antrieb besteht, Hass. Und das ist der wachsende Grundmodus des Stückes. Es gibt da eine ferne Erinnerung von mir an diese großen Turba-Chöre der Bach-Passion. Kreuziget, kreuziget. Das habe ich hier umgewandelt. An den Galgen skandiert das Volk. Mit bewegenden Bildern erzählt die Inszenierung das Leben eines Gedemütigten. Und unbekümmert um die Dogmen einer musikalischen Moderne präsentiert Glanert ein wunderbar schlüssig bedrückendes Klangerlebnis, das uns deutlich macht, wie hochaktuell der stupide Minderheitenhass von damals noch immer ist. Josef Süß von Detlef Glanert ist in Bremen umjubelt worden.